Es ist das größte Volksfest der Welt. Und nach 2 Jahren Zwangspause heißt es für viele Menschen dieses Jahr erst recht. Ozapfdis. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg. Die Zeiten sind hart, die Nachrichten schlecht. Auf der Wiesn wollen sich die Menschen einfach nur ablenken. Und das sei ihnen gegönnt. Aber jetzt kommt die Energiekrise dazu. Und das Oktoberfest verbraucht jede Menge Ressourcen. Da stellt sich doch die Frage, wie nachhaltig ist die Wiesn? Gar nicht. Ja, warum denkst du das? Naja, weil es eine einzige Konsumveranstaltung ist und es ist eine Katastrophe und ich habe auch ein sehr schlechtes Gewissen, hier zu sein, statt auf der Demo. Ich glaube, da ist einfach viel, das in die Umwelt gelangt, was halt nicht so nice ist, und ich glaube, da könnte man schon noch nachhaltiger sein. Also mal um ehrlich zu sein, ich glaube, Nachhaltigkeit steht hier jetzt nicht unbedingt an erster Stelle, ne? Also das ist bei mir noch nicht angekommen. Vielen Wiesngängern ist es offenbar gar nicht bewusst, aber das Münchner Oktoberfest ist schon seit Jahrzehnten eines der umweltfreundlichsten Volksfeste der Welt. Bereits 1997 erhielt die bayerische Landeshauptstadt den Umwelt-Oscar vom Bundeswirtschaftsministerium. So gibt es in den Zelten kein Einweggeschirr, ergo weniger Müll. Zudem wird sogar das Wasser hier recycelt und schon seit 2012 auf Ökostrom gesetzt. Wir besuchen Wiesnwirt Christian Schottenhammel, Besitzer des ältesten Festzelt auf dem Oktoberfest. Der Familienbetrieb legt ganz besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Wir selbst hier zum Beispiel als die Schottenhammel-Festhalle, wir versuchen jedes Jahr eine neue Qualifikation, ein neues Prädikat zu bekommen. Dieses Jahr zum ersten Mal Climate Partner. Wir haben uns CO2-neutral gestellt und haben uns ein Projekt ausgesucht im Neupalacher Forst, also hier direkt in unserer Umgebung von München, aufzuforsten. Und auch mit einer Solarthermieanlage, recyceltem Spülwasser und einem veganen Gericht möchte der Familienbetrieb in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Also alles gut auf der Wiesn? Nicht ganz. Die bisherigen Bemühungen gehen längst nicht allen weit genug. Helmut Schmidt von der Münchner Initiative Nachhaltigkeit fordert zusammen mit der Initiative Faire Wiesn noch weit größere Anstrengungen, zum Beispiel in Sachen Tierwohl. Die Wiesn ist zum einen Vorbild in Sachen Abfallvermeidung und zum anderen aber auch ein Riesenproblemfeld bezüglich der Ernährung. Nur ganz wenige Händel werden in Bioqualität angeboten. Die große Masse sind konventionell erzeugte Händel. Auch die sonstigen Waren sind konventionell erzeugt. Und die konventionelle Landwirtschaft, die schafft eben auch große Probleme bezüglich Klimaschutz. Mit der Aktion Händelsauerei sorgte das Bündnis aus rund 30 ProjektpartnerInnen zuletzt im Mai für großes Aufsehen, als es auf dem Münchner Marienplatz auf die industrielle Intensivtierhaltung hinwies, aus der die allermeisten Wiesenhändel stammen. Fast 440.000 Brathändel wurden beim letzten Oktoberfest 2019 verspeist. Die Stadt soll dafür sorgen, dass diese künftig nur noch aus biologischer Produktion stammen dürfen, so die Initiative. Die Wiesenwirte lehnen diese Forderung ab. Christian Schottenhammel legt mehr Wert auf Regionalität als auf Bio-Siegel. Was bedeutet es, wenn wir Bio-Händel auf der Wiesn anbieten würden? Das würde in Bayern gar nicht mehr hergestellt werden können. Das würde dann wahrscheinlich wären, dass Produkte oder Händel, die kämen dann aus Nordrhein-Westfalen oder keine Ahnung irgendwoher aus der Bundesrepublik, werden erst eingefroren, das verbraucht Energie und werden dann mit CO2-ausstoßenden Transportern nach München gebracht. Das ist für uns nicht nachhaltig und das ist nicht für uns nicht nachvollziehbar, warum diese Forderung herkommt. Außerdem würden durch diese Auflagen die Preise noch weiter steigen. Aber zumindest bei unserer Umfrage scheint das nicht alle zu stören. Das will ich auf jeden Fall kaufen. Selbst wenn es teurer ist, finde ich, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Da wäre ich bereit, für mehr zu zahlen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee, aber da wird der Spaß ja noch teurer, ne? Also. Wenn die Qualität stimmt, dann muss man ein bisschen mehr investieren. Und ich denke, so sollte doch jeder denken. Aber auch Flugtouristen aus aller Welt und die Fast-Fashion-Trachten haben Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. 21% der Besucher kommen aus dem Ausland, besonders viele aus Italien und den USA. Die kommen um die Langstreckenflüge nicht herum. Und dass sich dann auch noch viele Einheimische und ihre Gäste extra fürs Fest einkleiden, hilft der Ökobilanz auch nicht gerade. Doch bis 2035 will München klimaneutral werden. Da muss dann auch das Oktoberfest mitziehen. Und wenn das größte Volksfest der Welt mit gutem Beispiel vorangeht, könnte das positive Sogwirkung entfalten. Na dann, wie die Bayern so schön zu sagen pflegen, packmas!